Einen schönen guten Morgen aus der Nähe von Blankenburg auf dem Weg zum Regenstein. Und da soll es auch noch so Sandsteinhöhlen geben. Das Ganze bei schönstem Wetter. Wir haben jetzt kurz nach 7. Es sind schon 13 Grad. Sehr angenehm. Und somit möchte ich die Wanderung starten. Oder eher den größeren Spaziergang. Es sollen nur so 4-5 Kilometer sein für diese erste Runde. Jetzt ist gerade der Akku mal wieder von jetzt auf gleich ausgegangen. Daher war das so ein bisschen abgehackt. Aber jetzt geht's los. Auch hier wieder fast wie überall in der Region so ein schön naturbelassener Weg, der aber gut zu gehen ist. Ja, nach wenigen Minuten ist man schon hier an dieser Burgmauer. Ich hatte das in der Beschreibung so verstanden, dass man durchgehen kann. Aber auch das ist erst ab 10 Uhr möglich. Gegen 3 Euro Eintritt. Gegen die 3 Euro hätte ich jetzt gerade mal nichts. Dann schaue ich mal, was für ein Weg erstmal hier so drumherum führt. Um diese Ruine. Und werde dann mal von oben schauen. Sieht ja auch ganz ansprechend aus. Also hier durchs Unterholz führt direkt so ein steiler Weg nach oben. Aber mehr Trampelfahrt als Wanderweg, glaube ich. Ich muss ja mal Luft holen. Aber hier hat man schon mal einen Blick über die Anlage. Anhand des Schildes, was jetzt hier steht, war das doch ein offizieller Weg. Wundert mich jetzt, aber gut. Von hier ist jetzt die Sicht sehr schön, finde ich. Und da werde ich erstmal ein, zwei Bilder machen. Also ich muss sagen, auch der Weg hier außerhalb, entlang dieser Felswände, ist durchaus sehenswert. Das hier ist auch nochmal eine Eingangsmöglichkeit auf das Burggelände. Steht vorne ein Schild, wenn geschlossen, bitte Haupteingang nutzen. So, jetzt das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Mit der Sonne mehr oder weniger im Rücken, da erkennt man es doch wesentlich schöner. Also das ist schon eine tolle Anlage hier. Kann ich nur jedem empfehlen. Auch von innen bestimmt schön. Ich weiß nur nicht, ob ich so lange warten möchte. Oder mich auf den Weg mache und mir weitere Sachen hier angucke. Ich kombiniere ja gerne so mehrere Sachen, da ich immer so früh unterwegs bin. Hier ist ja so eine Zaunanlage rundum und da stehen teilweise auch Schilder, dass man, ja, ab da ist das Betreten verboten. Und da sollte man sich auch zwingend dran halten. Man sieht also innen drinne oft, dass aus den Mauern, sage ich mal, auch so von dem Sandstein einiges schon rausgebrochen ist, was sehr frisch aussieht. Erstmal ist es gefährlich und es muss ja nicht sein, dass man da irgendwie noch was beschädigt. Also wenn man hier solche Wege läuft, sollte man sich trotzdem auch an solche Schilder halten. Dies ist jetzt übrigens der Weg nicht mehr Nummer 5, sondern Richtung Blankenburg stand hier. Sah aus wie ein Trampelpfad, aber stand ein offizielles Hinweisschild. Also daher denke ich mir mal, dass das okay ist. In die Richtung sollte man jetzt nicht weitergehen, da ist militärischer Sicherheitsbereich. Mitten im Wald auf einmal kam jetzt doch ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber hier endet der Weg abrupt und man schaut da drüben auf so eine riesige weiße, ja, sieht aus wie Sandfläche. Vielleicht erkennt man es im Video besser, was es ist, aber von hier sieht es aus wie Sand. Hier geht der Weg jetzt nicht weiter. Ich schaue mal ein kleines Stück nach rechts noch, ob da was geht.
Aber wenn nicht, müsste ich dann hier jetzt umdrehen. Ein kleines Stück weiter kommt hier nochmal so eine Sandsteinklippe. Da gehe ich nochmal so ein Stück rüber. Muss nur gucken, wo ich mich am sichersten fühle. Das ist mir zu eng vom Weg, beziehungsweise zu nah an der Kante. Da kriege ich ja immer gleich Pudding in die Beine. Und hier, ja, weiter gehe ich nicht. Das muss definitiv reichen. Aber nochmal eine herrliche Aussicht hier. Über den Südharz, denke ich, ist das von der Lage her. So, ich werde mich jetzt den Großteil des Weges zurückschlängeln hier zum Auto. Kurze Hose, T-Shirt, was zu trinken einpacken und dann geht's auf die nächste Runde. Das ist jetzt der Weg Richtung Sandhöhlen und zur Mühle. So, mit kurzer Hose und T-Shirt ist das wesentlich angenehmer. Wir haben mittlerweile kurz vor 9, ich glaube 5 vor was, und haben 18 Grad. Das finde ich sehr anständig für Mitte September. Auf dem Weg zu den Sandhöhlen kommt hier so eine kleine Holzbrücke. Die solltet ihr auf jeden Fall überqueren, wenn ihr mal hier seid. Weil man von hier, jetzt muss ich mit der Sonne ein bisschen aufpassen, einen herrlichen Blick hat oben auf die Felsenburg. Und da ich ja hier noch ein bisschen unterwegs sein werde, komme ich nachher auch noch rein in die Burg. Weil bis dahin ist auf jeden Fall 10 Uhr, bis ich zurück bin. Das sind jetzt 4 Kilometer der kleine Weg hier. Und da ich immer so links und rechts schlängel mit dem großen Weg kombiniere, werde ich wahrscheinlich auf 10 kommen. Das heißt, später ist die Burg auf jeden Fall offen, wenn ich zurück bin. Hier geht sogar noch so ein schöner steiler Weg runter. Schön zwischen dem Sandstein eingemauert. Aber der liegt jetzt gerade noch nicht auf meinem Weg, deswegen werde ich den wohl später nochmal gehen müssen. Ist das nicht wunderschön? Während ich hier so durch den Wald laufe, duftet es wie in so einer finnischen Sauna. Die ganze Zeit hier nach dem verschiedenen Kiefern, Pinien, Fichten, was auch immer. Herrlich. So ganz frischer, harziger Duft. Und dann kommt man hier auf so eine Lichtung, wo man schon unten die ersten Höhlen erkennen kann. Und den Sandstein. Das könnte das gewesen sein, was ich oben oberhalb der Burg gesehen habe, was so weiß aussah. Ich habe das Videomaterial jetzt selber ja auch noch nicht gesehen. Daher nur eine Vermutung. Ja, ich muss mal eben die Kamera nochmal weglegen, weil hier auf dem Stein ist schon recht rutschig. Jetzt hätte ich gerne beide Hände frei. Also dieser Platz ist irgendwie unheimlich beeindruckend, wenn man hier so runtergeht. Hat schon fast irgendwas Mystisches, ich weiß auch nicht. Wie klein man selber doch ist. Wow, irre. Hier ist es jetzt so, dass man so ein bisschen reingehen kann. Noch ist Stehhöhe, aber ab hier muss man sich so ein bisschen ducken, kann aber locker flockig in der Hocke durchgehen und kommt dann überall so hier rein, wo es da noch ein bisschen weiter geht. Das hat schon was. Das Ganze sieht hier aus, als wenn man Knochen hätte, so von der Struktur und alles, weil natürlich auch jeder mal irgendwas hier reingeritzt hat. Ein Highlight der Tour, muss ich echt sagen, obwohl es nur Stein ist, aber klasse, Weltklasse. Ob ihr es glaubt oder nicht, hier ist eine Blindschleiche und da achte ich schon seit Tagen drauf, dass ich endlich mal eine sehe.
Jetzt muss ich mal aus der Sonne gehen, dann sieht man sie nicht mehr. Sind die nicht schön? Naja. Ihr wisst ja, ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Tiere sehe. Oberhalb von Schierke zum Beispiel waren zwei Füchse, die immer wieder so nah zum Auto kamen und ziemlich neugierig waren. Das war ein junger Fuchs, glaube ich, und ein etwas älterer, zumindest so vom Größenunterschied her. Und jetzt die letzte Nacht hat man sogar so schreien hören zwischendurch. Aber die Aufnahmen sind halt sehr duster, aber mit Blitz, das bringt im Wald nichts. Das ist manchmal das Schöne, wenn man so einsam steht. Und wie gesagt, ich liebe ja die Tierwelt. Ist für mich immer was Besonderes. Wie ich immer sage, wenn man aufmerksam durch den Wald geht, findet man auch solche Sachen hier, die ein bisschen abseits vom Weg sind, aber sichtbar. Hier standen jetzt keine Hinweisschilder. Aber trotzdem sehenswert. Nur Leute, hört auf, diese Steine alle zu beschädigen, indem ihr da irgendwelche Namen oder Daten reinritzt. Muss doch nicht sein. Also ich würde sagen, so die Höhlendecke hier ist so 5 Meter. Und das wurde als Toilette genutzt. Okay, dann gehe ich jetzt mal weiter. Und hier sind die weiteren kleinen Sandhöhlen, die auch ausgeschildert waren. Nicht so leuchtend weiß wie die ersten, aber hat trotzdem was. Es gibt aber auch eine Sache, die mich hier so ein bisschen nervt. Das ist aber regional wohl ein Problem. Dass hier nie irgendwelche Kilometerangaben stehen oder Zeitangaben, wie weit es ist bis zu diesen zum Beispiel Regensteinmühle. Also es wäre schon mal interessant zu wissen. Kann ja auch sein, dass das in 20 Kilometern entfernt irgendeine Stempelstelle dann ist und man läuft hier so planlos. Klar, wenn man sich vorher gut informiert hat, Wanderkarten und das ganze Zeug. Aber da stehe ich halt nicht drauf und deswegen fände ich es persönlich besser, wenn da Angaben stehen würden. Was denkt ihr darüber? Könnt ihr mir gerne meine Kommentare schreiben. Vielleicht stehe ich allein mit dieser Meinung da. Jetzt ist das Ganze geöffnet. Also geht's rein. Weil das von außen alleine schon so interessant ist. Sonst bin ich ja nicht der, der überall rein will, aber das hier möchte ich auf jeden Fall. Also von hier hat man jetzt einen wunderbaren Blick auf das Regensteinmassiv mit den Resten der mittelalterlichen Burg. Und das ist so die Anlage im Inneren jetzt, so im Großen und Ganzen erstmal. Hier an der Kasse, muss ich sagen, sehr freundliches Personal, zuvorkommt, gibt Tipps, also so wie es sein sollte. Dankeschön. Ansonsten macht das Ganze hier auch einen sehr gepflegten Eindruck. Es sind überall so kleine Infotafeln, die ich euch jetzt nicht alle vorlese. Da war ja die Resonanz nicht so ganz groß, dass euch das interessiert. Und wenn doch, kann ja auch jeder mal selber im Netz nachschauen, ist ja alles online mittlerweile. Selbst dieser Aufstieg hat doch was für sich, oder? Über diese glänzenden Wurzeln, die Stufen, die im Stein gemeißelt sind. Auch hier wieder eine herrliche Fernsicht. Und da sieht man auch einen Teil von diesen Sandhöhlen schimmern da unten. Aber ansonsten ist heute wettertechnisch echt gut. Kaum was in der Luft, was irgendwie die Fernsicht stört. Hier hat man einen Blick auf Blankenburg und den Aussichtsturm oben auf dem Berg. Aber da sagte mir die Dame hier beim Einlass schon, der wird wohl saniert. Daher schenke ich mir den. Dort nochmal einen Blick Richtung Brocken, wo
wo es auch jetzt noch stark bewölkt ist. Oder es ist bewölkt. Da war es heute Morgen so eine Suppe, wo ich losgefahren bin in Schierke, dass man keine, weiß ich nicht, 50 Meter weit gucken konnte. Aber hatte auch was. Dieser Bereich hier nennt sich das Müllerstübchen. Und da steht unterhalb des Standplatzes der Festung gehörenden Windmühle. Also dazu gehört es. So, und jetzt geht's schon da drüben auf das Highlight dieser alten Festung. Wo jetzt schon ein paar Leute oben sind. Klar, alle die hier reinkommen, stürmen erstmal da hoch. Aber ich steigere mich gerne. Ich fange vorne an, schaue mir alle Kleinigkeiten an und das Highlight dann zum Ende. Hier geht's jetzt rein zur Burg Regenstein. Jetzt muss ich auch langsam hochgehen. Da wurde gerade eine ganze Busladung Menschen abgesetzt. Und da möchte ich doch vor denen oben sein. Schön hier so ein kleines Kleinkaliber-Kanonengeschütz. Und hier der Innenbereich. Wie gesagt, ich werde jetzt erst den oberen Bereich hier begehen. Es besteht nachher noch die Möglichkeit, auch unten unter die Burg so ein Stück zu kommen. Aber das mache ich dann im Anschluss. Hier geht es in die Kasematte aus dem 17. Jahrhundert, was im 19. und 20. Jahrhundert als Viehstall genutzt wurde. Da gibt es auch noch ein paar Exponate, wie zum Beispiel die alten Wappen, Schlüssel, Werkzeuge. Hier auch noch so einiges. Auch hier wieder solche Höhlengänge. Stein, die natürlich wahrscheinlich auch heiß begehrt sind. Doch nicht, noch niemand drin. Und hier nochmal ein alter Torbogen, wo ein Durchgang war oder ist. Muss ich echt überlegen, dass das alles hier in den Fels gehauen ist. Hier geht's jetzt ins Untergeschoss. Ich hatte mich gerade schon oben von euch verabschiedet, aber ich wollte mir das hier auch noch anschauen. Und das werde ich natürlich dann vor der Verabschiedung nochmal einfügen. Wobei man jetzt hier aber auch nicht wirklich irgendwas sieht. Schade. Sieht aus wie eine alte Badeanstalt. Ja, jetzt bin ich oben angekommen und 3 Euro ist viel zu günstig, muss ich echt sagen. Das ist so klasse hier und auch nicht irgendwie aufgehübscht oder sonst was. Nur zweckmäßig Sachen saniert und fertig. Man hat von oben einen super Rundumblick. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Euer Markus aus Blankenburg.